erstes Bundesligaspiel war, oder? Das Ganze gegen Schalke und ich glaube, wir haben 3-2 gewonnen. Zwei Gegentore. Andi Möller hat mir direkt nach 10 Minuten einen schönen Pferdekuss auch gegeben. Und aber trotz allem mich da durchgebissen. Und ja, tolles Erlebnis. Ja, der Beginn einer tollen Karriere. Mein Mentor, auch als ich schon in Dortmund war, haben wir immer die Möglichkeiten, alle paar Tage mal oder Wochen mal zu telefonieren. Wir haben weiterhin sehr engen Kontakt. Ich bin dem Gary sehr dankbar, dass er mich damals auch so ausgebildet hat und auch meinen Charakter so gestärkt hat. Wir liegen auf einer Wellenlänge und ja, das wird sich halt eben auch bis in den nächsten Jahren noch weiter durchziehen. Mein erster Tag für Borussia Dortmund, ja, mit totaler Stolz auch erfüllt. Damit der Trainer Matthias Sammer, der mittlerweile auch wieder hier zum Verein dazugehört. Egal ob jetzt extern oder intern. Es war damals für mich eine sehr große Ehre, bei so einem großen Verein zu unterschreiben. Mit so tollen Spielern auch gemeinsam spielen zu dürfen. Deswegen auch dann im Prinzip dann die Schlaufe zu schlagen, dann auch zum Abschiedsspiel halt eben die Spieler, die damals auch schon mit mir hier in Dortmund gespielt haben, die halt eben dann auch zum Abschiedsspiel einzuladen. Ja, im Gesichtsausdruck glaube ich schon sehr zu sehen, also immer natürlich auch sehr energisch bei der Sache mit unheimlich großem Ehrgeiz, über den ich natürlich auch vielleicht das ein oder andere Mal gestolpert bin, aber letzten Endes hat er mir gut getan, denn der hat mich immer wieder auch nach vorne getrieben und hat mich immer auch ja, dazu aufgemuntert, auch immer alles in die Waagschale reinzuwerfen. Ja, Teddy halt eben, wir haben unheimlich viel gemeinsam trainiert, wir konnten uns gegenseitig gemeinsam auch aufeinander verlassen. Wir haben uns auch oft genug auch mal die Meinung gegeigt und trotz allem sind wir immer noch ja, sehr gut auch miteinander befreundet und ich glaube, das macht auch eine große Wertschätzung aus. Ja, ein toller Moment, damals auf Schalke in der Arena, nachdem wir 3-1 gewonnen haben. Ich glaube, ich hatte das Glück gehabt, noch von Boateng einen Elfmeter zu parieren und dass alle Spiele natürlich auf Schalke immer besonders heiß sind und gegen die Blauen zu spielen, das ist klar. Für mich waren es auch immer herausragende Begegnungen, die mich auch immer am meisten angespornt haben und wenn es halt eben hinterher dann noch zum Sieg gereicht hat, war es umso schöner. Jürgen Klopp, auch ein Mentor letzten Endes, der mich halt eben auch irgendwo sehr geprägt hat, der mir ab dem ersten Tag, wo er hier in Dortmund war, halt eben auch das Vertrauen geschenkt hat. Und auch eine sehr große Wertschätzung, dass er zu meinem Abschiedsspiel kommt, wo ich auch sehr dankbar dafür bin. Und dementsprechend sieht man auch, dass die Zusammenarbeit eigentlich eine sehr gute und innige Zeit war. Ja, meine erste Meisterschaft. Ja, ein ganz toller Moment, gerade am Borsigplatz. Das, was ja auch das Bild zeigt, einer der bedeutendsten Orte hier in der Stadt und für den Verein. Und gerade dort auch die Schale präsentieren zu dürfen, war halt eben eine unglaublich große Ehre und was mich auch sehr stolz macht. Tolle Momente, gerade im ersten Pokalfinale dort zu stehen, nachdem man das Elfmeterschießen in Düsseldorf überstanden hat, was sehr eng war und brenzlig war, wo wir in Fürth die Partie in der letzten Sekunde gedreht haben, zu unseren Guten gedreht haben und dann hinterher das Pokalfinale zu gewinnen. Schade, dass ich nicht ganz durchspielen konnte, weil damals Gomez in mich reingeflogen ist. Hätte ich mir anders sehr gerne vorgestellt, aber kann man heute nicht ändern. Trotzdem, ja, eine tolle Geschichte. Aber ich war schon eine geraume Zeit weg, habe halt eben die Mediziner darum gebeten, mich schnell wieder auch ins Stadion zu fahren und habe es halt eben pünktlich geschafft, dann auch zur Siegerehrung da zu sein. Im Champions League-Finale kurz vor Schluss dann so zu verlieren, nachdem wirklich alle Spieler alles gegeben haben und es wirklich auch ein Duell auf Augenhöhe war und auch heute noch viele Leute auch im Ausland darüber sprechen, weil dem schon letzten Endes die bitterste Niederlage in der Karriere, die sehr wehgetan hat. Und ja, es hätte auch umgekehrt sein können, dass wir gewinnen oder gewonnen hätten. Dann hätte die Sache anders ausgesehen, aber so war es halt ein bitterer Tag. Wobei man sagen muss, dass die Saison und letzten Endes die Champions-League-Saison in dem Jahr sensationell war. Der WM-Pokal. Ja, hätte ich mir niemals erträumen lassen als Kind, dass ich überhaupt mal annähernd in der Nähe bin von einem WM-Pokal und dass ich ihn hochhalten darf. Auch eine unglaubliche Ehre und auch großer Stolz. Ist das für die Ewigkeit. Auch selbst wenn ich nicht gespielt habe, habe ich mich schon auch sehr als ein wichtiger Teil dieser Mannschaft auch gefühlt und bin auch so wertgeschätzt worden.
Von daher war es eine tolle Zeit in Brasilien, aber auch in der Vorbereitung. Dadurch, dass Manuel Neuer ja lange Zeit verletzt war, durfte ich die ganze Vorbereitung spielen. Ja, mit dem Bundesadler, auch wenn es erst spät war, auf der Brust zu spielen, ist halt eben auch schon auch eine sehr, sehr große Ehre. Ja, letzten Endes von den Fans halt eben, ja, so verabschiedet zu werden beim letzten Spieltag hier im eigenen Stadion. Es war ein sensationeller Abschied. Auch die gegenseitige Wertschätzung von beiden Seiten. Ja, auch nochmal ein riesen Dankeschön an die Fans, die mich aber auch in schlechten Zeiten auch unterstützt haben, nicht nur in guten. Eine sehr starke Wertschätzung, auch Bindung zu den Fans. Und weil, glaube ich, auch frühzeitig der Funke jemand übergesprungen ist, dass man gemerkt hat, dass man halt eben vieles auch durch Herz auch meistern kann und dass halt eben auch die Jungs hinter mir, aber auch ich, immer alles für den Verein gegeben habe und auch schon mit Herz dabei war.